Moin Moin zusammen und willkommen zurück bei Inverbis Virtus. Beim letzten Mal haben wir ein bisschen mit der Telekinese gespielt und da wollen wir jetzt mal weitermachen. Ectolume. Das muss ich glatt mal überlegen, wie denn der Zauberspruch war. Na, komm. Komm schon, ich bin doch schon dran. Hat ja jetzt überhaupt nicht lange gedauert. Wo gehe ich denn jetzt mal längs? Da ist der andere Raum. Mal überlegen. Das war die geschlossene Tür hier. Alles klar. Wir gehen jetzt aber trotzdem hier nochmal runter. Einfach weil wir es können. Genau, perfekt. Obekenu. Wie war das nochmal mit den chaotischen? Ach komm schon. Obekenu. Ich nehme die Säule mit für jede fliegende Kleinigkeit, die hier irgendwie nochmal so rumgondelt. Da! Wenn man vom Teufel spricht. Ectolume. Wir werden alle sterben. Okay, ich fasse zusammen. Ich bin am Arsch. Obekenu. Ups. Tial Uda. Was auch immer. Ach, ja, ich erinnere mich. Die Geschichte der Tempel. Zenith verbindet nicht nur alle Orte im Universum, sondern auch die Seelen all derer, die es bewohnen. Mit Hilfe der Tempelpforten hatten unterschiedliche Zivilisationen die Gelegenheit, sich kennenzulernen, miteinander umzugehen und sich gegenseitig zu beeinflussen. Die Tempel haben das Ziel, die Kommunikation zwischen den Kulturen zu fördern und die Verbreitung von höchstem Wissen zu ermöglichen. Reine Magie. Ein weiser Einsatz dieser enormen Macht, die aus ihnen hervorgeht, erlaubt den Aufbau einer Gesellschaft, in der es weder Leid noch Ungerechtigkeit gibt. Dennoch wurde im Laufe der Zeit die Lehre zu dieser Ordnung missverstanden und die drei Gottheiten gerieten in Vergessenheit. Mit dem Niedergang von Zivilisation und Götterverehrung wurden die Tempel, die einst die Kreuzungspunkte des Lebens und unterschiedlicher Kulturen darstellten, als blasphemisch bezeichnet, aufgegeben und sogar zerstört. Die Tempel, welche nicht zerstört wurden, sind mittlerweile zu gefährlichen. Wo bin ich denn jetzt? Ah, da. Ich muss nie scrollen, wenn man liest. Sind mittlerweile zu gefährlichen Orten geworden. Man benötigt einen Schlüssel, um sich ihnen nur zu nähern, damit man nicht von ihrer immensen Macht überwältigt wird. Der Geist eines Sterblichen würde ohne die Unterstützung durch dieses Artefakt im Handumdrehen bis zum Wahnsinn getrieben und anschließend zerstört. Aber diejenigen, die einen Schlüssel besitzen, sollten sich einer Tatsache bewusst sein. Sie haben den Schlüssel nicht aus purem Glück gefunden. Der Schlüssel war für sie bestimmt. Ich tippe mal darauf, damit ist das Amulett am Anfang der Szene gemeint, die ihr ja jetzt nicht gesehen habt, weil ich die gar nicht eingeblendet habe.
Tial Uda. Das ist der Knilch da hinten, okay. Obekenu. Und der andere war Ektonamed. Namet Ekto. Das klappt mit denen besser. Okay. Obekenu. Ektonamed. Namet Ekto. Hey. So, jetzt aber. Tial Uda. Yay, Absturz. Da kommt Freude auf. Na komm. Eine neue Szene, die kenne ich noch gar nicht. Oder? Kennen wir die schon? Ich bin mir ehrlich gesagt gerade nicht so sicher. Nein, die kennen wir definitiv noch nicht. Oh, nee, die kennen wir noch nicht. Gefällt mir. Okay. Hier. Ich habe hier gerade ganz massive Einbrüche und ich weiß nicht warum. Deswegen speichere ich jetzt erstmal. Ich meine mich zu erinnern, das hatte ich hier damals auch schon so ein bisschen gehabt. Aber es stand immer noch außer Frage, warum. Gut sei es drum, unser Tagebuch wurde aktualisiert. Der Anhänger ist der Schlüssel. Und nur dank dessen konnte ich so weit vorankommen. Das letzte Geschenk meiner geliebten Life war meine Erlösung. Obwohl sie davon mit Sicherheit nichts wusste. Ich wünschte, ich hätte ihn nicht gebraucht. Und dass er immer noch in ihrem Besitz wäre. Tja, so ist das im Leben. Ah, ja, ich brauche ja später die Feuerzaubersprüche. Okay. Sie sind hier. Aber von wo aus gesehen? Ach, da. Da war ich gerade, da war die Sperre. Irgendwie falsche Richtung. Naja. Ich gehe jetzt da. Das sieht mir irgendwie ziemlich böse aus und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich da jetzt wirklich hin will. Wir gehen jetzt erstmal hier komplett außen rum. Wo ich mir halt noch nicht so ganz sicher bin, ist, ob wir die Lumetial, ob die Roten wirklich so tolle sind. Wir könnten sie umgehen. Nein, könnten wir nicht, weil wir müssten dafür eigentlich hier zurück. Ich
komme gerade auf den Plan hier irgendwie nicht so ganz klar, weil der ist irgendwie, ja, gut. Also wir gehen jetzt darum und dann gucken wir mal. Da stimmt doch was ganz gewaltig nicht. Ich kann dahin und ich kann nach rechts und nach links. Wo zum Teufel soll das sein? Lumetial. Da bin ich. Darunter kann es nicht sein. Weil ich hier nur die eine Richtung habe und die geht nach da. Kann ja eine Runde schwimmen gehen. Nee, lass mal. So. Ach, wisst ihr was? Der Plan, der scheint mir ein bisschen unlogisch zu sein. Wir gucken einfach mal drauf los. Da wir sowieso nicht viel Lebensenergie haben und ich sowieso erwarte, dass wir ziemlich schnell ziemlich tot sind. Jups! Ich weiß, wo wir sind. Und hier müssen wir erstmal nicht hin. Habe ich soeben beschlossen? Nein, müssen wir nicht. Ich erinnere mich. Nee, Ektolome. Ektolome. Ist ja auch schön, dass die Dinger hier jetzt so in der Luft hängen. Wo sie mir mal so überhaupt nichts bringen. Ich komme da ja aber auch nicht mit irgendeinem Zauberspruch ran. Das ist ja auch ein bisschen... Naja, gut. Ah, hier wollte ich hin. Das Fleisch folgt einem bereits vorgegebenen Schema. Wenn du seine Wendungen kennst, bist du in der Lage, über das Fleisch zu gebieten. Diese Macht kann Leben oder Sterben bedeuten. Deine Hülle ist zerbrechlich, aber dein Geist ist stark. Gleichgewicht ist der Schlüssel zu diesem Universum und die Lebewesen sind es, die das Zünglein an der Waage ausmachen. Und auch sie befinden sich nicht mehr im Gleichgewicht. Durch Balance und Gleichgewicht werden sie angelockt und du wirst zu einer kleinen Welle in einen stehenden Tümpel, wie Blutspritze auf ein Feld voller weißer Blumen. Wenn es die Erlösung deines Körpers ist, die dir am Herzen liegt, dann wirst du diese Erlösung nicht finden, wenn du dich nur um dein Fleisch kümmerst. Die Gefahren, die von diesem Ort ausgehen, sind oft äußerst konkreter Natur und ich wurde auch mehrfach verwundet. Aber glücklicherweise habe ich jetzt die Magie, die mir zur Seite steht, wenn ich mich in einem Gewässer befinde und die Formel Yegamide ausspreche, werden die Wunden an meinem Körper geheilt. Ja, das hätte mir auf jeden Fall eben was gebracht, bevor diese Vöglein, was immer das auch sein soll, aufgetaucht wären. Sei es drum. Yegamide. Die Errungenschaft heißt Baptist. Nett. Beziehungsweise Baptismus. Zauberblockade. Fies. Rune der Gegenwart. Dafür habe ich noch keine Formel. Weil Tial Uda wird da nicht helfen. Tial Uda. Ne, mag er nicht. Ist das nicht auch eine neue Formel? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Hui. Okay, es nützt ja nichts. Wir müssen trotzdem dadurch. Auch wenn ich ehrlich gesagt nicht möchte. Aber, bevor ich es vergesse, ganz wichtig. Ich weiß nicht, wo dann der nächste Speicherpunkt ist. Ja, fliegt mal rum, das interessiert mich nicht.
Deswegen speichern wir einmal. Sind das eigentlich für Partikel hier? Kann man die bei IKEA kaufen? Ich finde die toll. Ja, ja, das auch. Für unliebsame Vertreter. Ja, auch hieran erinnere ich mich. Tial Uda. Das war doch ziemlich kurz gehalten. Tial Uda. Ja, der hat mich nämlich schon erwischt. Und wie ich mich erinnere, hier ist etwas, was mir ganz und gar nicht gefällt. Wow. Hier ist nämlich mein kleiner Kollege. Ich vermute, wir werden hier jetzt wieder sterben. Die Andachtstempel der Ordnung waren nicht immer verwüstete Orte. Vor langer Zeit kamen unzählige Gläubige hierher. Aber es gab auch Kreaturen, die hier lebten, um ihnen und den jeweiligen Tempel zu dienen. Diese Wesen kamen aus anderen Welten und es handelte sich bei ihnen nicht immer um vollkommen natürliche Wesen. Einige wurden speziell dazu erschaffen, um sich bestimmten Aufgaben zu widmen. Nach Jahrtausenden des Rückgangs haben nur wenige dieser Kreaturen überlebt. Und ihre Seelen haben durch all die Peinigung, die das Leben in diesen mittlerweile verfluchten Orten mit sich brachte, großen Schaden erlitten. Sie müssen nun keinerlei Zweck mehr erfüllen und werden nur von ihrem Instinkt, dem Leid und ihren Zorn geleitet. Unter diesen Bewohnern des Tempels sind die Saeva die zahlreichsten. Sie waren einst äußerst fleißige und flinke Arbeiter. Sie waren Lebewesen mit mechanischen Komponenten und dank ihrer drei Tentakeln konnten sie auch sehr komplexe Aufgaben mühelos bewältigen. Heute sind sie nur noch Bestien, die vom Pein verrückt geworden sind. Es sind einfach zu erkennen an Also, sie sind einfach zu erkennen an ihren riesigen, senkrecht stehenden Mäulern mit Fangzähnen, hinter denen sich ihr leidendes Antlitz verbirgt. Der letzte Schimmer an Verstand und Zivilisation, den sie hervorbringen, besteht darin, dass sie sich manchmal in Gruppen fortbewegen, was sie umso gefährlicher macht. Das, meine Freunde, ist wohl so ziemlich das Beruhigendste, was ich hier just in diesem Moment gehört habe. Ich weiß, was mich da vorne gleich erwartet. Deswegen druckse ich hier ein bisschen rum. Nee. Pass auf. Wir werden die Folge hier beenden und in der nächsten Folge werde ich mich dann in aller Ruhe mit den Kasper-Clown da vorne befassen. Ja, das kriegen wir hin. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.